Hallo und herzlich, you willkommen zum diesjährigen Adventskalender. Ja, Jahresende naht und ja, ich möchte eigentlich nicht viel zum letzten Jahr sagen, außer es war scheiße. Will jetzt hier auch nicht viel Negatives reinbringen, sondern mehr Positives. Ich sag mal, die Community hat es mitbekommen, dass meine Gesundheit ziemlich bescheiden ist und ja, herztechnisch auch aktuell alles kacke ist. Und ja, wer es mit der Gesundheit mitgekriegt hat, im Discord steht Näheres, das möchte ich hier jetzt nicht breit treten. Ja, was gab's Neues dieses Jahr? Es gibt das neue Format Kat Geigisch TV Shorts, weil es ja mit dem Stream leider aktuell eher etwas schwierig ist. Und da haben Dustin und ich halt mal geredet, dass wir das Shorts-Format machen, wo wir jeder 3 Minuten hat, wozu er dann zu dem Thema was sagen kann. Ihr könnt im Discord Themen einreichen und da schauen wir dann mal, ob wir dazu was machen wollen, / können. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Format. Dann möchte ich mich noch sehr herzlich bedanken beim Buchsenmaler, dem Michel, weil das Format heißt ja Shorts und er ist halt immer so eine Unterbuchse, die mir der Michel malt. Der hat auch das neue Kat Geigisch TV Logo gemacht, das Kat Geigisch TV Shorts Logo, den neuen Katka Avatar, der den von Crea Fea ablöst, weil der von 2015 ist halt nicht mehr ganz so zeitgemäß. Auch nochmal vielen herzlichen Dank an Crea Fea für die geile Arbeit. Ja, da hätte ich auch noch gerne einen Katka Logo von ihm. Das sollte dann auch demnächst kommen, dass wenn Dustin mal nichts dazu sagen kann oder ihr mich fragt, wie findest du Metroid Dread, dann kann ich da halt selbst ein kurzes Video raushauen. Genauso auch für den zweiten Künstler, für den Ilska Art, denn im August kamen die neuen Stahlkriecher-Emotes. Ich sag mal, ihr seht den Kleinen ja hier an der Seite, die er auch schon gemacht hat. Und da gibt's jetzt endlich die neuen Emotes auf Twitch. Da sollen auch noch mehr kommen, weil ich glaube, 9 Slots oder sowas habe ich noch frei. Und genauso auch von dem Michel soll noch einiges Neues kommen an Logos und so weiter für Hardwitch Massacre und die aktuellen Formate. Hätte ich auch noch gerne Logos. Und ja, aber da hängt's halt wie immer am Geld. Weil die sollen ja auch ihren Anteil davon haben. Dann möchte ich zurück von Streamlabs OBS auf OBS. Deswegen, ich habe jetzt mal hier so grob gemacht, wie ich mir die neuen Szenen vorstelle. Ja, von Ilska sind auch diese richtig geilen, tollen neuen Rahmen. Da gibt's auch noch diverse für Cam und was sich noch alles. Dass da das Branding sich dann doch endlich mal festigt. Sag mal, die Rolle soll da bleiben, weil spontan von der Rolle möchte ich mir natürlich erhalten. Ja, da muss ich mich unbedingt mal dran setzen, dass ich von Streamlabs wegkomme und dann wieder zurück auf die Basisversion OBS Studio komme, denn Streamlabs legt langsam Verhaltens- und Monetarisierungsmaßnahmen an den Tag, die ich definitiv nicht unterstützen möchte. Könnt ihr gerne mal googeln, was die so treiben, ist definitiv nicht sehr geil. Ja, das Jahr hatte auch, sage ich mal, seine schönen Seiten, denn viele Leute aus der Community haben mich mit Kleinigkeiten und Großigkeiten bedacht. Ja, da habe ich von Nina von The Cluedo diese schöne Holzshell für einen Gameboy bekommen. Ist natürlich nur Holzoptik, wäre mega geil gewesen, wenn der aus Holz gewesen wäre. Aber ja, schönes Ding, kam ich leider noch nicht dazu, einen einzubauen. Aber kommt definitiv. Vielen, vielen herzlichen Dank an dich, Nina, für die geile Shell. Genauso auch an den Streamer und YouTuber-Kollegen Dave Vader. Der hat mir seinen Gamecube, seinen Gameboy, seine Wii U vermacht. Der kranke Hund. Mal hier eine kleine Einblendung. Deswegen, Dave, auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an dich. Ja, und an den Olli, weil der hat nämlich mitgekriegt, dass mir ein ordentlicher Lötkolben fehlt und hatte auch noch einen Anschlag auf mich, für ihn einen Game Gear zu modernisieren. Und er hat mir dann einfach mal den Lötkolben geschickt, was ich total crazy finde. Deswegen auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an dich, Olli. Vorab, das, was jetzt kommt, sind keine Produktplatzierungen. Das habe ich alles selber bezahlt, was hier verlost wird. Deswegen, es sind keine Produktplatzierungen. Ich habe nichts gesponsert bekommen. Ich habe das alles selbst bezahlt. Deswegen fange ich gerade an. Vielen, vielen herzlichen Dank an dich, Chanti, auch noch, weil wir gerade bei den Danksagungen waren, dass ich
einen von deinen Schützlingen hier ein neues Zuhause geben darf und bitte dich selber zu dieser mega coolen und sehr unterstützenswerten Aktion selbst etwas zu sagen. Im Abspann werde ich noch ein Video einblenden, wo ich meinen geunboxed habe hier von den kleinen Kerlen. Da könnt ihr mal reinschauen, da sage ich Näheres zu der ganzen Sache. Shanti, du hast das Wort. Ja, hallo, ich bin die Shanti von Shantis Schweinehunden für einen guten Zweck und ich mache dies ja auch mit bei Steffen seinem Adventskalender und ja, was ich so mache, ja, ich habe dieses Jahr ein kleines Business ins Leben gerufen, ich mache Schweinehunde und habe den Meerschweinehund entdeckt, ja, und ihr könnt jetzt bei Steffen seinem Adventskalender ein kleines Mehrwerke gewinnen von mir. Ist jetzt noch hier drin. Ihr seht schon die Nase oben. Das ist das Logo. Ja. Und zwar passend natürlich mit schönem Wikinger-Tail. So sieht es aus. Hat hier vorne einen kleinen Milchzahn. Ja, und der Clou an dem Ganzen ist, das ist immer so schwierig mit einer Hand, muss ich mir mal anders hinsetzen, also man kann den Tail nämlich auch ausziehen, den kleinen Armding hier. Und dann sieht das Ganze so aus. Und hat hier ein niedliches kleines Ringelschwänzchen. Und die sind alle handgenäht von mir. Und haben auch ein Label. Und ja, ganz weichen, plüschigen Stoff gemacht und jo, alles handmade, German, also made in Germany. Und der gute Zweck davon, also ich spende halt immer pro Tier gehen immer 10% an die Tatzenhilfe Kassel. Das ist dieser Verein. Von einer lieben Freundin von mir. Und die möchte ich damit halt auch unterstützen. Jo. Und zudem, der Kleine hier, der bringt natürlich auch passend zu Weihnachten die neue Karte mit, die es jetzt bei Shantis Schweinehunden für einen guten Zweck gibt. Hier. Ja. Und ja, ich drücke euch allen die Daumen, ne, wir drücken euch allen die Daumen und freuen uns, wenn der kleine Grüne hier bald ein schönes neues Zuhause bekommt. Alles Liebe, tschüss! Tschüss! Ja, vielen, vielen Dank, Chanti, dass ich einen deiner Weinehunde verlosen darf. Zwar diesen süßen Kleinen hier, der ein neues Zuhause bei euch sucht. Ja, dieses Jahr war auch wieder ein sehr hartes Jahr für Künstler, auch wenn es vereinzelte kleine Konzerte geben durfte, war alles sehr schwer. Gerade für die, die halt auch privat und das nicht kommerziell machen, war es ja auch sehr schwierig, sich zu treffen. Der Marcel Winkler von Craven Hall hat ein Unplugged-Album rausgehauen mit den Craven Hall-Songs. Ihr bekommt von mir die Craven Hall Power Metal CD und die Marcel Winkler Unplugged CD zusammen. Ich hoffe zumindest, dass Marcel noch Craven Hall CDs hat, weil das ist jetzt meine, die ich mit euch raushaue. Aber ich möchte gerne, dass ihr beide Scheiben habt zum Hören. Ja, der dritte Gewinn ist ein 50-Euro Gutschein für meinen Merch-Shop, wo ihr euer Stahlkriecher Merch oder auch gerne ein Shirt mit meinem Gesicht oder auch ganz neu das neue Kat Geigisch TV Logo drauf bekommt, wo ihr euch dann nach Lust und Laune bedienen könnt. Ja, zum Thema Gewinn gibt's halt immer sehr viel, was man in Deutschland beachten muss, deswegen jetzt ein bisschen Disclaimer für euch. Wenn ihr gewonnen habt, brauche ich eine Adresse von euch, wo der Gewinn hingeht. Die Adresse wird nur benutzt, um euch den Gewinn zu senden. Die wird nicht weitergegeben oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich behalte mir vor, euren YouTube-Namen
zeigen zu dürfen als Gewinner, weil ich sag mal, prinzipiell jeder, der das Video aufmacht, der oder halt die Auflösung aufmacht, wo ausgewürfelt wird, sieht ihn und ich möchte den Namen dann auch zeigen können und so weiter. Wer halt mit den Sachen nicht einverstanden ist, der kann leider nicht teilnehmen. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wie gesagt, ist Gewinn wird ausgewürfelt. Wegen Jugendschubs, Teilnahme ab 18 Jahren. Die Auslosung wird am 31.12. sein. 12 Uhr mittags. Das Ganze wird wieder gezogen vom nostalgischen Typ, es sei denn, er kann nicht hier sein. Und danach ist halt keine Teilnahme mehr möglich. Ihr seht es dann auch unten im Videotitel, wenn da Gewinnspiel beendet steht, dann ist das Ganze gelaufen. Dann könnt ihr euch das Ganze antun, wenn ihr es gerne möchtet. Das Ganze wird wie immer dann ausgewürfelt oder lose gezogen. Ich versuche das immer so transparent wie möglich zu machen. Genauso, es darf jeder mitmachen von euch, ob ihr zur Community gehört, dazu gehört oder das Video einfach auf YouTube gefunden habt. Genauso auch meine Freunde, YouTuber und Streamer-Freunde, alle Creator, mit denen ich befreundet bin. Auch unter anderem einer der Gründe, warum das Ganze so transparent ist. Die Zustellung des Gewinns wird im Laufe des Jahres sein, so schnell wie möglich. Wir bleiben in persönlichem Kontakt, weil manche Sachen dauern halt länger, wenn es halt irgendwas ist, was hergestellt werden muss oder sowas. Worum ich euch bitte ist, wenn der Gewinn bei euch angekommen ist, bitte kommentiert auch nochmal unter dem Video, dass ihr den Gewinn erhalten habt. Weil das dient dann auch halt wieder der Transparenz, dass ihr es bekommen habt. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Ja, wenn ihr teilnehmen wollt, dann schreibt unter euren Kommentar Hashtag Kadventskalender. Bitte als erstes auch im Kommentar, dann lässt sich das Ganze einfacher finden, weil manche möchten nicht mitmachen, möchten aber trotzdem die Fragen beantworten. Aber auch wenn ihr nur den Hashtag Kadventskalender reinschreibt, seid ihr mit drin im Topf, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eine der drei Fragen beantwortet, wenn ihr dem Video einen Daumen gebt und ein Abo auf dem Kanal habt, ist natürlich keine Voraussetzung, dennoch würde ich mich sehr freuen, weil jedes Däumchen und jedes Abo hilft und ich hoffe mal, wir kommen endlich über die böse 200 hinaus, die YouTube mir seit Jahren verwehrt. Ja, eine der drei Fragen, die es zu beantworten gilt, ist: Was gefällt euch an meinen Videos, an meinen Streams? Konstruktive Kritik hilft immer, das Ganze besser zu machen. Genauso auch, was euch gefällt, um Gutes beizubehalten. Sag mal, dass die Regelmäßigkeit zu fragen lässt, ist mir selbst bewusst, was mich auch sehr stört. Aber ich sag mal, ihr kennt die Gründe mit der Gesundheit und so weiter. Und ich möchte persönlich halt auch nicht streamen, wenn es mir bescheiden geht oder die Laune halt aktuell nicht passt. Was nichts mit euch zu tun hat, aber ich möchte in den Streams etwas Positives rüberbringen. Ich möchte Spaß haben mit euch und nicht da sitzen, wenn es mir scheiße geht oder negative Ausstrahlung rausbringen, sondern ich möchte mit euch Spaß haben. Und wenn ich über etwas rante, dann soll es das Spiel sein. Ja, die allseits beliebte Frage Nummer 2, wie könnten wir die Community nennen? Deswegen bleibt mir bitte weg mit Katka Army, Katka Ultras. Ich mag ja auch den Begriff Fan nicht, weil das hat immer sowas Fanatisches. Deswegen, wir sind eine Community, wir sind ein Clan und ja, deswegen, da fehlt immer noch seit 6 Jahren der Name für die Community. Ja, und Frage Nummer 3, was ist euer Lieblingsformat? Cartridge Massacre, das neue Katgeigisch TV Shorts, Katgeigisch TV. Wir können uns noch erweitern, was ist eure Lieblingskonsole? Bei mir gibt es ja die Streams immer von Original-Hardware und ich bin so happy von Gameboy bis mittlerweile Gamecube. Gamecube ist eigentlich so das Letzte, was noch schwierig war, HDMI-fähig zu kriegen. Habe ich jetzt alles HDMI-fähig? Ich sag mal Wii, Wii U und alles darüber ist ja jetzt nicht mehr so das Problem. Ja, was ist euer Lieblingsformat? Was ist eure Lieblingskonsole? Das würde mir sehr helfen, wo wir da dann weiter ansetzen können in der Zukunft. Ja, für die, die neu sind oder es gar nicht wissen, schaut auf Twitch vorbei, weil alles, was Gaming-Content ist, ist natürlich alles aus dem Livestream in Häppchen für euch geschnitten, damit ihr es leichter konsumieren könnt. Ich wünsche euch allen viel Glück bei den Teilnehmern. Möge der Würfel oder das Los euch gewogen sein. Ihr habt alle die gleiche Chance. Natürlich gehen auch sehr viele Grüße raus an die Bands, mit denen ich zusammenarbeiten darf, die letzten 2 Jahre auch sehr schwere Jahre hatten, weil ja wenig bis keine Live-Konzerte sein durften. Natürlich auch von einigen
Troubles heimgesucht wurden. Ich hoffe sehr, dass in Zukunft endlich bald wieder Konzerte sein dürfen. Ich möchte unbedingt gerne wieder filmen. Bedanke mich bei Bastardo aus Marburg für ihren geilen Stoner Rock, die auch mit Cardinal Sins den Intro-Song zu den Katgeigisch TV Shorts stellen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich euren Song dafür benutzen durfte. Burning Wire muss mich unbedingt mal bei denen wieder melden, wie es bei denen weitergeht oder ob die leider auch Corona-Stillstand haben. Corbion aus Offenbach sind sehr fleißig gewesen, was ich mitbekommen habe. Ich kam leider noch nicht dazu, mich bei den Jungs zu melden, wegen neuer Musik und ob ich die auch benutzen darf. Muss ich unbedingt nachholen und mir noch auf meine Liste schreiben. Hört euch auf jeden Fall den neuen Stuff an. Ist sehr, sehr geil, wie er auf Death Metal steht. Craven Hall und Marcel Winkler, wo es auch die beiden CDs von gibt. Letztes Jahr reingerutscht, weil der gute Phil von Horrormans dort aufgenommen hat. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, Marcel, und an die Herrschaften von Craven Hall, dass ihr dadurch in den Support gerutscht seid. Finde ich sehr, sehr geil. Und wenn ihr Power Metal mögt, schaut auf jeden Fall bei Craven Hall vorbei und macht natürlich mit, um die CDs abzustauben. Beste Grüße gehen nach Schlüchtern an die Formed, meine Death Thrasher der mit ersten Stunde, sind welche der ersten drei. Und ja, vielleicht kommt ja in 20 Jahren dann auch endlich mal das dritte Album. Auch noch leider Postmortem an Eraserhead, die haben sich Anfang des Jahres leider getrennt. Sehr geiler alter Schweden-Death mit eigener Marke, auch hier aus Hessen, aus Gießen gewesen, muss man leider sagen. Schönes Ding. Fragmentory aus Lohr am Main war letztes Jahr das Silvesterkonzert. Schaut euch auf jeden Fall bei Through Cutgas Eyes das von Pascals Birthday Bash an, wo sie Corpse Collector einfach mal rushen ohne Ende. Und ich kann nur sagen, es fickt. Wann kommt das neue Album Fragmentory? Ghost Empire war das Jahr davor, das Jahresabschlusskonzert. Die Herrschaften haben auch Besatzungswechsel drin gehabt und haben sich von Ghost Empire in Sie haben sich umbenannt in Among the... Schreibt's mir in die Kommentare, Jungs. Ich bin gespannt, was da kommt auf den neuen Inputs. Sie sind weiterhin mit dabei, was mich sehr, sehr freut. Und ich hoffe, dass wir dann da auch im kommenden Jahr endlich mal wieder was machen können, dass da der neue Stuff dann auch zeitnah draußen ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg der neuen Combo und sehr viel Kreativität, dass da richtig geile Bretter rauskommen. Ja, Gugelhupf leider lange nicht gesehen, weil es gibt ja jetzt leider nichts an Mittelaltermärkten und Co. Und ja, ich hoffe, wir können uns bald wieder auf den Märkten sehen. Auch viele Grüße an die Lupferschmiede. Elders Paradise, auch mit die Helden der ersten Stunde. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr so lange dabei seid. Und ich hoffe mal, dass da auch mal vorangeht mit neuem Stuff. Heidner Highwire hat sich auch umbenannt in Divide Me, hat auch einige neue Songs rausgehauen. Checkt das auf jeden Fall auf YouTube. Haben auch, finde ich, einen einmaligen Heavy-Pop-Sound. Einfach richtig geil. Lavaree, auch kennengelernt durch Omega Vibe. Immer was rausgehauen, wo mehr als zwei Lieder drauf sind. Das würde ich sehr feiern. Muss ich definitiv auch mal nachgehen, mich bei den Herrschaften nochmal melden. Von euch brauche ich auch definitiv mehr Mucke. Omega Vibe, glaube ich, brauche ich nicht viel dazu sagen. Aber werde ich definitiv noch später dazu sagen. Precipitation macht auch weiter und dann unter mit neuem Sänger, soweit ich das mitbekommen habe. Da muss ich auch mal wieder nachgehen, mal hören, wie es aussieht. Da ist ja auch seit der Deformed Realist Party nichts mehr aufeinander gekommen, was sehr schade ist. Und ich konnte mich da auch leider noch nicht mit dem neuen Material beschäftigen. Das hoffe ich aber auch nachholen zu können. Der Ralf Kurzsiefer, der, ja, man könnte sagen, massivster Ausreißer auf meiner Liste. Der gute Komponist, der sehr viel Klassik macht mit Rollenspiel, Ambience, Music und so weiter. Bin ich auch Patreon bei ihm. Schaut auch bei ihm auf Patreon vorbei. Für 5 Euro im Monat haut er euch so viele Lieder um die Ohren. Das ist der absolute Oberhammer, was der Mann raushaut. Gab's ja auch schon sehr oft zu hören und immer wieder schön, was dieser kreative, musikalische Kopf raushaut. Redstone Chapel macht sehr geile Heavy Swamp Music. Angestonert in Sumpfwasser getunkt und ja, sehr bärtig, sehr geil. Kann ich auch nur empfehlen. Sehr, sehr geile Typen. Roots of Unrest hat auch einen Line-Up-Change drin, soweit ich weiß. Der gute Eddie hat leider aufgehört. Ich wünsche euch auch mit eurem neuen Sänger sehr viel neue Kreativität,
Sehr viel Spaß auf der Bühne. Ich bin sehr gespannt, was ihr da raushaut. Ja, Setting the Sails leider auch nicht mehr. Ich war sehr happy, das letzte Konzert von den Herrschaften auf YouTube bannen zu dürfen auf dem Spring Breakdown. Und ich hoffe, allen von der Bande geht's gut und leben ihre Projekte aus, auch wenn es nicht mehr unter Setting the Sails ist. Ja, die Skalden, mit denen prinzipiell 2012 alles anfing mit dem Musikvideos filmen, auch leider seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, schon unzählige Male mit ihnen auf der Bühne gestanden und immer wieder geile Leute. Und ja, auch leider viel zu oft nicht gesehen, weil kein Mittelalter. Deswegen, ich hoffe, ihr bleibt gesund und habt weiterhin euren Spaß. Deswegen denkt dran, immer viel zu desinfizieren. Wir kennen uns ja. Ja, und zu guter Letzt, Morcrotast Tululast Obsculti. The Morcrotast Tululast Occult Obsculti Horromance. Ja, ich musste ablesen. Ich habe es dieses Mal nicht wieder auswendig gelernt. Nochmal vielen herzlichen Dank an den guten Phil, dass er den Marcel angeregt hat, durch seine Präsenz auch mitzumachen. Kam letztes Jahr die neue Scheibe. Baptism by Firewater war es. Geiler Scheiß. Punkt. Deswegen allen Bands wünsche ich viele Auftritte, viele sichere Auftritte, was die Gesundheit auch angeht. Ich hoffe auch, dass da sehr viel nachkommt insgesamt und dass wir dann auch wieder viel filmen und auch Live-Videos raushauen können, dass ihr die ganzen Shows nachholen könnt, dass ihr euer Feuer auf der Bühne und eure Energie in die Welt rausballern könnt auf der Bühne. Und ja, alles Gute, bleibt gesund und ich hoffe auch, dass wir da wieder ein paar neue an den Start bekommen. Deswegen empfehlt mich gerne weiter. Auch wenn ihr als Zuschauerbands wisst, dieses meldet euch mal bei Katka, sagt denen ruhig Bescheid oder sagt mir, meld dich mal bei denen. Meldet euch bei mir, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr eine Band? Meldet euch bei mir. Wir werden uns da schon einig. Eine Hand wäscht die andere. Ja, auch viele, viele Grüße und herzlichen Dank an die Creator-Kollegen, sei es auf YouTube, sei es auf Twitch. Ich hab's jetzt einfach mal in alphabetischer Reihenfolge und fange jetzt aber mal an mit alle vom Metal-Netzwerk YouTube. Deswegen mal so ganz allgemein gesagt für meine Metal-YouTuber. Bei mir ist ja leider aktuell nicht viel gewesen mit Metal. Ich werde denen auch nochmal sagen, dass sie mir ihre Links schicken sollen, dass ich die unten alle reinpacken kann. Deswegen schaut bei denen vorbei, wenn ihr Metal und Musik liebt. Guckt die Leute. Die sind einfach nur geile Säcke und Säckinnen. Deswegen danke, dass ihr mich noch nicht rausgeworfen habt wegen dem mangelnden Metal-Content. Ja, an den guten Etty, den Guide-Master für alles Mögliche. Schaut auf jeden Fall bei dem Headset-Frisuren-Typ vorbei auf YouTube. Gebt euch seine Guides, gebt euch seine Streams. Ist ein guter und macht immer wieder Spaß. Ich komme leider viel zu wenig zum Streams gucken. Genauso auch den lieben Kollegen, den Berserker85. Sehr geiler Typ, sehr chillige Streams, auch guter Community-Mensch. Müssen auch unbedingt mal gucken, dass wir wieder ein Game zusammenfinden oder dass wir wieder mehr zusammen streamen. Schaut auch beim guten Kollegen Dave Wader vorbei. Er streamt von seiner Playstation, ist immer wieder ein Fest. Ja, bei uns sind auch noch Videos geplant. Ich möchte mal noch nicht großartig was spoilern, Brother, worum es gehen wird. Es wird lustig. Schaut vorbei auf Twitch und IRTube und gebt euch seine Podcasts. Einer von meinen beiden Künstlern, De Michel, ist auch auf YouTube vertrieben. Ich hoffe nicht, dass er vertrieben ist, sondern vertreten ist. Menschenskinder. Gehen auf jeden Fall auch Grüße raus. Schaut bei Michel mal vorbei. Ist mittlerweile auch einer zu den Kanälen geworden, die ich sehr, sehr gerne schaue. Bin über den Parappa, Grüße gehen raus, über den Michel gestolpert. Fand auch seine Kunst sehr cool und habe ihn dann mal angehauen, ob er da was für mich machen kann. Deswegen schaut bei Michel vorbei. Sei es da mit Filmreviews, sei es mit Podcasts, mit anderen zusammen und. Einfach nur geiler Typ. Zum Loremaster, zu Landsquid Bird Rider. Und viele, viele Grüße gehen auch an seine holde Merlin raus. Schaut beim Seppo vorbei, er macht sehr geile Lore-Videos und auch Livestreams. Schaut beim Seppo vorbei, geiler Typ. Ja, ist immer wieder Spaß und wie viel Arbeit er da reinsteckt. Sehr, sehr schön. Auch werdet gerne Patreon, unterstützt den Mann. Ich finde, gute Arbeit soll definitiv gewürdigt werden. Deswegen, es gilt für alle, die jetzt in der Liste drin sind. Deswegen Däumchen geben, Abo nicht vergessen, ist ganz wichtig. Und schreibt einen Kommentar und wenn es nur ist, für den Algorithmus! Das hilft uns Creatern
Immer sehr. Ja, der Soul Joe gehen auch beste Grüße hin. Schade, dass beim Mashup längere Zeit nichts gekommen ist. Kann ich aber auch verstehen. Ich will jetzt die Gründe hier nicht breittreten. Und ich sag mal, prinzipiell ist Kat Geigisch TV Shorts von Mashup inspiriert. Nur, dass wir halt immer nur einen Gast dabei haben. Was dann auch immer wieder ein kleiner Shoutout ist für die, die mitmachen wollen. Schaut auf jeden Fall beim Soul Joe vorbei. Auch aktuell, was so Podcasts bei ihm angeht und Co. Der hat auch ein sehr schönes Shorts-Format, wo er und der Mofti aktuell die einzelnen Jahre durchgehen, was so ihr Spiel des Jahres war. Genauso auch beste Grüße gehen raus an meine Lieblings-Trans-Person, an Nina, an The Cluedo, eine meiner besten Freundinnen. Hat noch viel vor sich, die Dame. Wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft, was diesen ganzen Weg noch angeht, den du da noch gehen musst. Ja, immer wieder schön mit dir zu streamen, mit dir zu zocken und so weiter. Deswegen ganz toller Mensch. Schaut bei der Dame vorbei, lass da auch ein bisschen Liebe da. Ja, der Mofti, die alte Tomate, auch beste Grüße an ihn, war bei ihm auch schon bei ein paar Hörspielen zu sehen. Wir machen definitiv zu wenig Videos zusammen, was meistens an seiner Zeit liegt. Wenn sich was findet, bin dann meistens ich dann wieder der absagt, weil es dann wieder bescheiden geht. Hoffen mal, dass wir das dann auch mal ein bisschen ändern können, dass da dann auch mal wieder ein bisschen mehr Content kommen kann. Ja, genauso auch an meinen Co-Moderator, den nostalgischen Typ, / The German Guy. Nostalgisch TV macht er ja leider nicht mehr weiter, was ich sehr schade finde. Aber er ist auf seinem englischsprachigen Review-Kanal, wo er Filme zerlegt und was nicht noch alles, auf seine eigene humoristische Art, die ich sehr feiere, warum wir auch irgendwann angefangen haben, zusammen Kat Geigisch TV zu machen, auseinandernimmt. Hat massive Probleme mit Copyright, obwohl er alles einhält, was er darf. Und Zitatrecht immer noch den hier sehr oft gezeigt bekommt. Was ich sehr zum Kotzen finde als Creator. Ich kann es halt verstehen, ich kriege sehr oft Musik geclaimed, die ich benutzen darf, auch von den Bands. Man schreibt ja an, hey Leute, ich kann euch ein Schriftstück senden, dass ich das darf oder Rechte einhalte und was nicht noch alles. Und dann muss ich immer wieder die Band melden, dass das dann wieder freigeschaltet wird und sowas. Das kann es nicht sein, dass wir uns da rumplagen müssen, dass wir uns an Regeln halten und dann am Ende trotzdem die Gearschten sind. Und zu guter Letzt möchte ich mich noch gerne bei allen anderen Creatoren bedanken, die ich jetzt hier nicht namentlich genannt habe, weil ja, ich doof bin oder irgendwas anderes vergessen habe. Deswegen, es tut mir leid, wenn ich euch hier nicht namentlich genannt habe, aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich sehr froh bin, dass wir was zusammen gemacht haben und für eure Streams, für eure Videos und so weiter. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ihr hier, auch wenn es jetzt hart klingt, unter den Tisch gefallen seid. Ich habe jetzt niemanden rausgestrichen oder ausgelassen, sondern ja, das ist einfach dann Schuld meiner Vergesslichkeit. Deswegen seid mir da nicht böse und trotzdem vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche allen Genannten und Nicht-Genannten viel Kreativität. Bleibt euch treu, macht eure Videos, habt euren Spaß und ja, werdet nicht zum Einheitsbrei. Macht euer Ding, behaltet euren Stil, behaltet euer Herz. Ja, wer fehlt noch? Ganz einfach. Unter anderem du, der gerade das Video schaut. Ihr von der Community, die da sind. Auch wenn die Streams öfter mal ausgefallen sind oder wenn es nicht immer leicht ging, wenn ich mit irgendwas nicht hinterherkam. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, dass viele Streams ausgefallen sind und vielen Dank, dass ihr noch da seid.
Deswegen, ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder aufwärts geht und besser wird. Ja, wie ich vorhin sagte, zu Omega Vibe kommt später noch was. Deswegen schaut bei Omega Vibe vorbei. Die vier Herren machen einen sehr positiv geladenen Metalcore. Am 8.12. haben die ihr neues Video rausgehauen. The Spark mit Benny, der vorher den Bass gespielt hat, am Mikro, denn vorher waren es zu fünft. Und jetzt machen sie zu viert weiter. Ihre Musik hat mir durch viele schwere und finstere Zeiten durchgeholfen. Hat mir viel Kraft gegeben, eure Musik. Und eure Musik bedeutet mir sehr, sehr viel. Deswegen viel Liebe geht raus an Benny, Chris, Dave und Dom. Danke für eure Musik. Und an euch da draußen, gebt euch nicht auf. Der ist der Spark. Und der seid ihr selbst. Schöne Feiertage, viel Glück, viel Freude und uns allen ein besseres 2022. Vielen Dank, liebe Community. Euer Katka und Zocker. Haut rein.